Es ist ein Sonntagmorgen, die Sonne scheint. Es ist noch etwas kühl, aber dennoch ziehen mein Bruder und ich uns an, stehen auch früh auf und ja, fahren zum Flohmarkt. Und das haben wir wieder getan. Und wir haben auch bestimmt was gefunden. Was seht ihr gleich? Wir haben jetzt fast den Mai, da fängt die Flohmarkt-Action richtig an. Die schönen großen Flohmärkte ja, haben geöffnet oder finden statt, kann man ja mal so sagen. Und ja, mein Bruder und ich stöbern dann durch die Dinge, die wir so finden könnten und so weiter, was interessant ist. Und auch diesmal sind wir sogar diesmal noch mit einem Kumpel zusammen. Der hat einfach gesagt, komm, ich begleite euch. Hat ein bisschen gestöhnt, als wir gesagt haben, Mensch, wir fahren sehr früh los. Dann guckt er auf die Uhrzeit. Na ja, gut, der war auch eine gute Dreiviertelstunde weg von uns. Ist aber ein sehr, sehr großer Flohmarkt auf einem, ja, einem Möbelhaus-Flohmarkt. Sehr großer Parkplatz, der war randvoll. Und er hat später gemerkt, warum wir so früh losgefahren sind. Denn wir wollten einen guten Parkplatz haben und nicht 3 Kilometer weit laufen. Und am Ende hat sich sie auch ausgezahlt. Denn nicht nur durch die schönen Funde, auch wenn es vielleicht, ja, querbeet, irgendwo von allem etwas dabei. Jedenfalls hat sich dann ausgezahlt, weil es war später so voll, wenn man hätte um 9 keinen Parkplatz mehr gefunden. Und es wäre nur noch Stop and Go und Stau gewesen, wenn man dahin wollte. Und deswegen sind wir zwar keine 4 Uhr Aufsteher, aber wir waren trotzdem da und fündig geworden, haben ein paar schöne Sachen mitgenommen. Und es ist ja auch immer egal, wo man anfängt. Bei so einem großen Flohmarkt fängt man an der einen Ecke an, da wird gerade aufgebaut, kommt man an der anderen Ecke an. Also ich muss mal so sagen, wir waren um 7 Uhr beim Anfang und etwa 10:30 beim Ende. Ja, also da könnt ihr euch ausrechnen. Da hat man natürlich vom Anfang kennt man die Schnäppchen mit, zum anderen Ende, da sieht es dann mit Glück aus. Ist schon spannend. Also, und wir waren jetzt nicht super langsam. Klar, man verquatscht sich mal, man bleibt stehen, man guckt intensiver und aber auch nur deswegen findet man ungewöhnliche Dinge. Und diesmal muss ich sagen, ich habe auch eine Menge kleiner, ungewöhnlicher Dinge gefunden. Ein paar Kleinigkeiten werde ich euch zeigen, aber ich muss sie auch natürlich auf ein Foto euch zeigen, weil die schon zu klein sind. Und ich nehme euch das vorab, wir waren nicht nur zum großen Flohmarkt, denn auf dem Rückweg war noch ein Dorfflohmarkt, aber der war wirklich nicht groß, das waren vielleicht 10, 15 Stände. Viel mit Kinderklamotten und wenig Sachen, wo wir was, eigentlich war fast nichts zu finden, was wir nicht schon hatten oder was überhaupt ein Interesse ist. Ich habe aber doch noch 2, 3 Kleinigkeiten da entdeckt, ich als Einziger, mein Bruder gar nicht, unser Kumpel auch nicht. Der hat auf dem Hauptflohmarkt doch ein bisschen was gefunden, ein bisschen was für sein Auto, sowas findet man da auch da und er hat sich auf Blu-ray die Walking Dead Filme oder die Serie gekauft. Die habe ich jetzt hier natürlich nicht hier, deswegen kann ich es euch so erzählen. Ja, also er war auch fündig geworden und ging glücklich weg und er hat also mehrere 1000% als er, seine Ausgaben gesteigert, als wir zuletzt unterwegs waren. Denn als wir zuletzt am Flohmarkt waren, das habe ich euch auch gezeigt, der Flohmarkt in der Burg. Schaut mal in der Beschreibung, nicht in dem Videoverzeichnis nach, da findet ihr Flohmarkt in der Burg, da war auch dabei, da hat er 1 Euro ausgegeben. Also jetzt hat er mehrere 1000% Steigerung gehabt durch die Blu-ray-Boxen und ein bisschen Teile für das Auto. Aber egal. Ja, ihr wollt nun wissen, weil ich viel zu viel wieder schon gelabert habe, was habe ich denn gefunden? Was gab es denn Schönes zu finden? Und ich fange wirklich mit den Kleinigkeiten an, denn sonst fallen die mir hier runter. Ich habe mitgenommen für 50 Cent diesen Kinobecher von Mario. Vom Super Mario Film. Die gab es irgendwie bei mir im Kino nicht und ich finde sowas immer ganz witzig. Und ich stehe auf solche Gimmicks und deswegen stelle ich auch hier vorne hin. Habe ich es mitgenommen. 50 Cent, das sage ich dann, das ist alles ganz fair. Sind ja auch Sammelstücke, wenn man es so will. Dann auch für 50 Cent, das lag da an einem Stand. Ich als One Piece Fan konnte da nicht widerstehen, das Set hier eben halt mitzunehmen. Ne? Richtig cool. Ne? Mit Radiergummi mit Nami drauf, ein Kugelschreiber, 3 Bleistiften mit den ganzen Helden, ein Lineal und eben halt noch eingepackt. Ist auch offizielles Merchandise, also hier ist auch das so ein bisschen irgendwie in verschiedenen Sprachen drauf. Seht ihr hinten. Auf jeden Fall richtig schön.
Und für 50 Cent, ja, da habe ich es einfach mitgenommen. Am gleichen Stand gab es etwas, und das kriegt meine Schwester. Ist ein bisschen schwer jetzt in der Kamera zu zeigen, deswegen auch wieder ein Foto, beziehungsweise ich zeige es einmal und dann könnt ihr, blende ich auch rein. Ein Mickey Maus Bleistift von Disneyland Paris. Ja, den gab es für 20 Cent. Kostet aber, also der ist neu, komplett neu, der ist nicht angespitzt und so was kostet so zwischen 5 und 7 Euro neu. Also meine Schwester hat sich, freut sich, die habe ich schon ein Foto geschickt, die ist richtig begeistert. Ja, und ja, ein kleines Mini-Geschenk, macht man ja gerne seiner Schwester. Dann habe ich etwas gefunden und das werde ich euch gleich in einem Foto am besten zeigen. Da war eine Kiste bei einer Frau mit Radiergummis. Ja, ich habe Radiergummis gekauft, kein Witz, wirklich. Und zwar, ja, ihr seht es jetzt, da war einmal ein Snoopy-Radiergummi. Ich weiß nicht, von wann das ist, weil hier steht nur Copyright 5865. Aber ich fand es ganz lustig und es kriegt eine Freundin von mir, die oder eine gute Bekannte, die eben halt Snoopy-Fan ist. Und dann seht ihr drei Disney Radiergummis mit einmal mit Pumba drauf, Timon drauf, dann mit zweimal mit von Pongo und Perdita mit den 101 der Martinas und ihr seht ja ein England Radiergummi da, ne? Das ist ja hier mit den Beefeatern. Ja, fand ich lustig irgendwo und die gab es für, ich habe glaube ich, für die alle zusammen plus noch einem anderen Radiergummi, was ich euch jetzt noch zeige, 50 Cent bezahlt. Also ich wollte 10 Cent pro Stück und das ist absolut fair. Und was ich noch habe, ja, hier auch ein Radiergummi in Form eines, ja, Rollschuhs. Ich finde das richtig cool, weil das ist so etwas, was ich in den 80er Jahren hatte. Das war, ja, irgendwie kultig. Das ist ein rechter Schuh. Ich weiß gar nicht, ob es linke Schuhe gab. Ich habe da nie drauf geachtet. Man sieht es so ein bisschen, dass es ein rechter Schuh ist. Interessant. Sie hatten noch einen anderen da in Rot und hinterher habe ich gedacht, dass, wo ich zu Hause war, aber leider schon, hätte ich eigentlich noch auch mitnehmen sollen. Das 10 Cent war nicht viel und so sieht man, diese sieht man sehr selten und es ist ein Stück Kindheit. Ich habe ihn auch gehabt, habe ihn aber auch benutzt und so habe ich jetzt noch mal für 10 Cent. Da kann man nicht viel verkehrt machen. Also, das ist ein netter Gimmick und ja, war lustig. So, dann wisst ihr ja auch, ich gucke gerne nach Pins. Ich habe auf dem zweiten, auf dem Dorfflohmarkt, da hatte einer Pins und da habe ich einen dabei entdeckt. Den fand ich lustig und den habe ich auch mitgenommen. Da habe ich 50 Cent für bezahlt. Und zwar diesen Pumuckl-Pin. Ja, Pumuckl. Cool. Ich weiß nicht, was 3 Pauli bedeutet, ob es irgendwie von einer Süßigkeitenmarke war. Das kann ich hier hinten leider nicht entnehmen, aber ich fand den witzig. Von Pumuckl sieht man selten sowas und ja, die sind ja viel im Zusammenhang mit irgendwelchen ja, Süßigkeiten oder so gewesen. Das ist halt auch als Werbeding Merchandise gewesen. Ich finde es lustig und sowas, ja, nehme ich dann super gerne mit. Ja, gut, das war eigentlich an Kleinkram sozusagen. Dann habe ich gefunden, auch jetzt geht es fast weiter, also auf dem kleinen Dorfflohmarkt habe ich hauptsächlich Hörspielkassetten mitgenommen. Die zeige ich euch dann, wenn ich die Hörspielkassetten oder die Kassetten, die ich mitgenommen habe, komplett zeige. Deswegen rede ich jetzt von allem, was auf dem großen Möbelhaus-Flohmarkt, sage ich mal, wirklich zu finden war. Dann gab es hier für 1 Euro. Das wird aber auch mich wohl verlassen. Das geht an den lieben Bürgermeister, aber oder an die Frau vom Bürgermeister, wo es wohl sein, die sammelt Jurassic Park. Und da habe ich dieses alte Dinosaurier-Magazin mitgenommen. Hier steht sogar neue prähistorische Abenteuer, sogar Super Mario Bros. Dinosaurier City. Und da oben Jurassic Park-Logo. Also es ist richtig oldschool. Es ist deutsch und trotzdem haben wir hier Werbung für einen englischen Film, also für den Film, ich weiß gar nicht, wie der im Deutschen mehr hieß. Ich hatte ihn mal vor kurzem, ich glaube Dino, irgendwas mit Dino. Ich habe ihn mal gehabt auf VHS, richtig cool. Und hier wird über die Geschichte, Dinosaurier im Film und so weiter und
so weiter wohl erzählt. Ja, ich fand es ganz lustig. Und wie gesagt, für 1 Euro kann man das auch mitnehmen. Sieht man auch nicht alle Tage und deswegen ja, war es lustig. Ich überlege gerade, ich habe noch ein Buch mitgenommen da. Ja, das kann ich euch aber später zeigen. Ja, also das gab es für 1 Euro. Und ja, jetzt kommt auch Bücher. Denn mein Bruder hat Bücher mitgenommen. Oh, schwere Bücher. Gleich am Anfang, aber ich habe sie nicht schleppen müssen zum Glück. 4 Bücher vom gleichen Autor und zwar von Cixin Liu oder Lu. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Und zwar, ihr seht hier dicke Wälzer, 4 Stück an der Zahl. Und zwar Die 3 Sonnen einmal, hat auch Preise gewonnen. Leg ich einfach mal dahin. Dann Botschafter der Sterne. Es kann sein, dass das auch in einer gewissen Reihenfolge ist. Der Autor übrigens hat die Filme oder hat auch die Bücher geschrieben, die mit dem Titel Die wandernde Erde. Sind mittlerweile 2 Filme. Der erste Film ist auf Netflix zu finden, den könnt ihr da auch angucken. Leider nicht deutsch synchronisiert, sondern nur mit deutschen Untertiteln. Der zweite Teil, den gibt es inzwischen auf Blu-ray und DVD. Ich habe ihn auch nur auf Blu-ray. Werde ich euch in einem anderen Pickup mal zeigen, was wir als Neuzugänge haben. Das ist seltsamerweise deutsch synchronisiert worden. Warum auch mal. Auf jeden Fall, der Autor ist bei uns eben halt gewesen und hier, wie gesagt, mit Botschafter der Sterne. Also, nee, das ist von Bak Shu geschrieben, Botschafter der Sterne, basiert aber auch von dem Autoren. Ich musste mich korrigieren. Also von dem Chin Lu, aber das gehört alles dazu. Eben halt, das ist so eine Fortsetzung vom anderen Autor offiziell. So, aber jetzt haben wir wieder den Autor Der dunkle Wald. Und Jenseits der Zeit. Ja, ihr seht, Wälzer, dicke Wälzer. Na, das ist echt, ja, viel zu viel. So, und ich wollte euch noch ein anderes Buch zeigen, was ich auch gekauft habe, oder 2. Geht es auch weiter, ich habe die nur falsch verlegt. Also wie gesagt, das hat mein Bruder mitgenommen und gleich auch schleppen müssen. Geht natürlich nichts ohne ein Buch von den 3 Fragezeichen. Ich habe mich für Kelch des Schicksals entschieden. Ich habe, glaube ich, 1 Euro wurde dafür bezahlt. Das war ein Bundle mit was anderem, wo mein Bruder mit was gekauft hat. Es gab noch einen, der hat sehr viel neue verkauft und ich habe auch überlegt, die waren sehr günstig. Aber es muss dann auch stimmen, dass man sagt, auch den nehme ich jetzt mit zum Lesen. Ich habe ja auch schon sehr, sehr viele. Und ja, habe ich eben halt gesagt, auch das. Ja. Den nehme ich mit. Der war's. So, bei dem gleichen Stand, was mein Bruder mich gebannt hat, gab es 2 andere Sachen noch. Ein Roman, und zwar von Star Wars, Darth Bane. Den hat mein Bruder mitgenommen. Und ein Comic gab es dann auch noch. The Mandalorian. Das erzählt die Geschichte im Comicform von der ersten und zweiten Episode der Serie. Hier auch mit dem Rhinoceros, wo er. Also die ersten Folgen der ersten Staffel, kann man so sagen, wie er mit dem Kind noch dann loszieht und es versucht zu beschützen und so. Richtig cool, in den ersten 2, 3 Episoden. Ja, und das gab es 5 Euro, ich glaube, er hat zusammen haben wir 8 Euro bezahlt oder so, oder 7 Euro. Also 1 Euro, hier wollte man 5 haben, hier für 2 und 5, 7, 8, ich glaube, oder wir haben 7 Euro bezahlt oder 6. Nee, 6. Mein Bruder hat 6 Euro für alles zusammen bezahlt. Ha, das war's. Richtig günstig. Genau. Dann geht natürlich nichts ohne Disney. Ein Disney-Taschenbuch hat mein Bruder gefunden. Und zwar von DuckTales. Oh, ein Sonderband. Ja, mit DuckTales Comic-Geschichten drin. Nicht schlecht. Und ich habe auch noch ein Disney-Buch gefunden. Irgendwie, das gab es mit dem Magazin auch für 1 Euro. Ich fand es witzig. Ist auch von Schneider ein Buch gewesen. Und das ist 1987 erschienen. Ist kein altes Buch, aber auch schon mittlerweile. Naja, was heißt kein altes Buch? 87 rechnen wir hoch, sind 36 Jahre. Also, doch alt. Ne? Tolle Abenteuer mit Tick, Trick und Track. Ich fand es irgendwie ganz lustig. So ein kleines Taschenbuch. Sind so gezeichnete Bilder drin. Es wird eine kleine Geschichte erzählt. Ist vielleicht das Beste für Kinder vorzulesen. Ich finde sowas immer ganz witzig.
Ja, und so habe ich es mitgenommen. Ja, was man so alles mitnimmt. Viel zu viel. Ja, viel zu viel Kleinkram. Ist aber auch schon lustig irgendwo. Genau. Dann geht es weiter mit Musik. Ich habe ein bisschen Musik mitgenommen. Am Anfang, relativ früh, habe ich gestöbert bei Schallplatten. Und ich habe eine Schallplatte entdeckt, die mich voll an meine Jugend erinnert hat. Ja, ich bin auch mal jung gewesen. Und zwar in einem Film, den ich echt damals gerne geguckt habe. Es ist eine romantische Komödie gewesen mit Eric Stoltz, Mary Stuart Masterson und Leah Thompson, die auch die Mutter von Marty McFly spielte. Und ja, wahrscheinlich wissen kaum welche, von wem ich gerade geredet habe und auch nicht in welchen Film ich meine, aber es geht um diesen Film, Some Kind of Wonderful, oder im Deutschen Ist sie nicht wunderbar. Gab es für 2 Euro. Hier ist leider angeschnitten, das ist so immer, wenn die reduziert waren, hat man das früher ein bisschen so reingesägt. Wie dem auch sei, sonst ist es sehr, sehr schöner Zustand. Und da konnte ich dann nicht widerstehen. Ich habe zwar keinen Plattenspieler mehr, aber ja, das habe ich mir gesagt, lasse ich mir nicht entgehen, nehme ich mit. Ja, und dann sehr viel später, weil ich habe auch immer mal zwischendurch bei CDs gestöbert, habe nicht viel gefunden, was mich jetzt so interessiert hat. Das meiste, auch wenn es mal älter war, Maxi-CDs und so weiter, Musik war zwar interessant, aber nichts, was ich jetzt sammle oder so. Eine Sache habe ich dann gesehen, das habe ich geschenkt gekriegt, weil die CD fehlte. Es ist irgendwie eine Maxi-Geschichte, aber ich habe es mit dem Cover mitgenommen oder behalten dann. Und zwar hier diese Silver Surfer, Marvel-Musik irgendwie. Ein Hardy Hart hat zum Silver Surfer wohl Musik gemacht oder ein Remix gemacht, keine Ahnung. Es ist 1999 erschienen. Könnt ihr noch ein Bild sehen, ihr seht keine CD drin. Ist auch nicht schlimm, wie gesagt, habe ich Geschenk gekriegt. Werde ich als Gimmick beilegen einem Freund von mir, der Comic-Fan ist. Ist zwar nur das Cover, aber irgendwie, ja, hat das was. Kann man sich ja noch aufhängen oder ausschneiden, wie auch immer. Aber ich habe dazwischen bei dem für 50 Cent einen anderen Soundtrack gefunden, der ja ein bisschen mehr als 50 Cent wert ist, weil er ist schon recht selten. Und zwar zum Computerspiel MDK von Tommy Tallarico. Auch richtig coole Musik. Ist so ein Action-Game. Also hier auch alles in Top-Zustand. Kann man wirklich nicht meckern. Ist von Synsonic, ein Label, was damals sich auf Computerspiel-Soundtracks sich darauf konzentriert hat und auch teilweise hier vertrieben hat in Deutschland. So habe ich auch einige internationale bekommen damals, wie zum Beispiel von LucasArts Film oder auch von Metal Gear Solid. Damals haben sie auch welche vertrieben, unter anderem mit Soundtracks. Und dieses Spiel übrigens, MDK, ist von Shiny Entertainment erstellt worden. Richtig cool. Kann man echt sich, ja, auch noch, ja, also den Soundtrack kann man sich auf jeden Fall antun, der ist richtig gut. Ja, und wie gesagt, den gab es für 50 Cent und da habe ich dann nicht Nein sagen können. Gut, ich gucke, was machen wir dann weiter? Ich glaube, es ist an der Zeit, die Hörspielkassetten rauszuholen und euch zu zeigen, was ich denn Schönes gefunden habe. So, ich zeige euch als allererstes die, die vom großen Flohmarkt waren. Für, ich glaube, für 3 Euro habe ich mitgenommen, dreimal Alf. Und zwar Alfs Superhit-Parade Nummer 1. Dann ist es hier in Teil 2. Das war eine, ich glaube, auf CD war es eine Doppel-CD. Die haben sie dann auf der Kassette gesplittet für 2. Und hier haben wir Alfs Superhit-Parade. Noch eine andere Version. Die gab es für je 1 Euro. Dann habe ich auf einem Stand gefunden, da habe ich, glaube ich, auch nur 3 Euro oder 4 Euro bezahlt. DuckTales Nummer 8, die Wunderlampe und falsche Spiele. Und eine Serie, die ich noch gerne sammeln wollte, aber bisher nicht gefunden habe. Und hier, wie gesagt, in dem Sinne fast für 1 Euro das Stück. Und zwar die Abenteuer des jungen Indiana Jones, Folge 1, der Fluch der Mumie, Teil 1. Und leider nicht Teil 2, sondern nur Teil 3. Das ist doch auch drin, ja, genau. Kampf der Frauen. Ich finde diese Geschichte-Serie richtig cool. Die gab es damals auf Sat.1, richtig toll. Hat
ja, nicht ganz die Indiana Jones Vibes, aber war trotzdem sehr, sehr schön inszeniert. Und ja, die Hörspiele habe ich bisher nicht gehabt. Und es gibt fünf Stück gibt es, aber ja, zwei bin mein Anfang. Mein Bruder sagte, ich habe fast 50% der Serie. Ja, das könnte man so sehen. So, eine letzte Kassette dort auf dem großen Flohmarkt gab es noch. Die lag da lose und ich habe die für 1 Euro mitgenommen. Muss aber noch zurückgespult werden. Und zwar Masters of the Universe 2, das Todestor. Die wird aber auch schon bereits weitergegeben an den lieben Bürgermeister. Der hat noch eine Hülle davon, eine Leerhülle und mit Cover, und das wird vervollständigt. Wahnsinn. Gut, weiter geht's. Dann war ich eben halt auf dem Dorfflohmarkt. Das war das Einzige, was ich größer da gekauft habe. Da habe ich Hörspielkassetten entdeckt und wollte erst 2 Euro pro Stück haben. Ich habe 7 Hörspielkassetten mitgenommen und habe dafür für 12 Euro bezahlt. Und das von, oder die Rede ist von diesen Hörspielen: In 80 Tagen um die Welt, auch ein Heikeline Körting Hörspiel, richtig schön, mit der Stimme von Tante Mathilde als Aouda, die Frau später von Phileas Fogg, sehr, sehr interessant, ich habe es noch nie gehört, ich werde mir das auch mal anhören. Dann, ja, das habe ich mitgenommen, weil das gehört, muss ich einfach mitnehmen, Knight Rider, wie alles begann, Nummer 1. Auch sehr, sehr schönen Zustand, übrigens, wie neuwertig. Also sie sind sehr, sehr schöner Zustand gewesen. Er hatte noch andere Hörspiele, ein paar andere von TKKG, die habe ich nicht mitgenommen. Und er hatte noch Scott and Yard Hörspiele, genau. Aber frühe Nummern, und die hatte ich alle, und deswegen habe ich nicht mitgenommen. Und hier habe ich eine Kassette mitgenommen, die noch sealed ist, in der ersten Auflage wohlgemerkt. Hat mal 6,99 D-Mark gekostet, und zwar Basil, der Mäusedetektiv. Noch sealed, seht ihr das? Preisschild hinten, das mache ich nicht ab, aber sealed. Richtig cool, richtig cool. Ja, im Nachhinein überlege ich gerade eben spontan, deswegen hatte ich so ein bisschen gezögert im Reden, die eingeschweißten TKKG hätte ich mitnehmen sollen. Für den Preis 2 Euro das Stück. Ja, hätte ich mal machen sollen. Aber ich habe trotzdem TKKG mitgenommen, denn diese Art Folgen sieht man selten. Und zwar die Doppelfolgen zum 10-jährigen Jubiläum oder zum 10-jährigen Jubiläum der Buchreihe, einmalige Sonderausgabe. Hier diese mitgenommen. 4 Stück von, und zwar einmal mit Alarm im Zirkus Sarasani und die Mafia kommt zur Geisterstunde. Sind auch von Europa rausgebracht worden. Habe ich so noch nie zu kaufen gesehen, aber ich bin auch nicht so der, der bei TKKG viel geguckt hat. Aber ungewöhnliche Dinge nehme ich immer gerne mit, wisst ihr ja. Und hier die Jagd auf den Millionen, die Jagd nach den Millionendieben und das Paket mit dem Kopf. 2 Stück drauf. Und dann haben wir hier In den Klauen des Tigers und die Nacht des Überfalls. Rätsel um die alte Villa, das Phantom auf dem Feuerstuhl. Ja, was sagt ihr dazu? Zu den Hörspielen allein schon. Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn. So, und jetzt, bevor ich zu Filmen komme, die Filme kommen und dann kommen die Computerspiele, ja, wir haben beides noch gefunden, habe ich noch einmal ein T-Shirt gekauft. Ja, ich habe ein T-Shirt gekauft. Und zwar dieses hier. Seht ihr das? Das ist ein offizielles Authentic WWE Wrestling T-Shirt. Hat mich 3 Euro gekostet, ist in XL, könnte mir sogar passen. Fand ich irgendwie lustig. Ich habe es gesehen und habe mir es einfach nur angeguckt und habe gesehen, das ist ein Tour-T-Shirt. Hier, es ist damals zur Tour rausgebracht worden. Richtig cool. Und für 3 Euro in der, ja gut, das hat jetzt keinen Platz hier oben, in dieser XXL-Auflage. Ja, Wahnsinn. Richtig cool. Na, hier, schaut euch das nochmal richtig gut an. Und kennt ihr da auch welche von? Ich eigentlich fast gar nicht mehr. Weil das nicht meine Generation ist, wo ich geguckt habe. Ich gucke gerade, da ist kein The Rock drauf oder so. Sieht zwar einer aus wie Rey Mysterio. Ich gucke gerade, ob ich da überhaupt welche sehe, die ich noch kenne. Ich kenne die mit Namen alle gar nicht. So kein Undertaker und so ist so dabei, aber. Ja, für 3 Euro. Ja, das erste Wrestling-T-Shirt, was ich so mitgenommen habe. Ja, musste sein. So, jetzt kommen wir zu den Filmen. Da gab es eine ganze Menge. Und zwar fange ich mit DVDs an. Ein Film, den ich auf Blu-ray habe, aber irgendwie auf
mitnehmen musste, einfach weil ich diese Edition mega fand. Und zwar habe ich hier die Doppeledition von Terence Hill in Mein Name ist Nobody und Nobody ist der Größte mitgenommen. Das ist so ein Pappschuber und ich fand das mega. Richtig schön. Eine richtig tolle Edition. Eben wegen den Artworks. Hier könnt ihr sehen, auch richtig schöne Artworks und hier so mit alten Plakaten zu dem Film und Filme mit Special Edition eben halt dabei, also auch sprich Hintergrundberichte. Ist auf DVD, ja, aber so eine schöne Edition, die musste ich einfach mitnehmen und ja, gab es für 2 € bezahlt. Also ja, Special Editions, die richtig cool aussehen, die Blu-ray ist ja nur ganz simpel, da sind beide Filme drauf. Das ist einfach cool und auch diese Motive einfach Hammer. Ja, so, dann mitgenommen haben wir für 1 € Clever and Smart. 3 Episoden der alten Serie mit gesprochen von Wolfgang Völz und Karl Dall. Hier seht ihr. Ja. 3 Episoden drauf. Welche sind überhaupt drauf? Der Katastrophenball, Dr. Bakteriums Superhelden und der Entführerfall. Ja, ziemlich abgedrehte Comedy, wer die Comics kennt, ja, und die DVDs gibt nicht so häufig mit den ganzen, und die hatten wir noch nicht. Wir haben eine andere irgendwie im Regal gehabt, deswegen irgendwo ganz witzig. Ja, dann haben wir einen Film mitgenommen, eigentlich nur wegen dem Cover für 1 €. Ja. Dracula, Prince of Darkness. Und das Cover hat uns so sehr an das Computerspiel Castlevania erinnert, das wahrscheinlich auch bewusst gemacht ist. Und wenn man dann unten liest, von den Produzenten von Ghost Rider und Tekken, Tekken ist ja auch ein Computerspiel, ja, sagt das alles, scheint ein russischer Film zu sein. Und der Dracula-Film, ja, ob er gut ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Ich werde mir nur mal meinen Trailer versuchen raus anzugucken, aber allein wegen dem Cover haben wir es mitgenommen, ja. Und manchmal ist man so crazy und für 1 € kann man dann auch nichts gegen sagen. Dann habe ich eine Box mitgenommen einer Serie, die habe ich so noch nicht auf Flohmarkt gefunden, aber gedacht, die musste ich unbedingt mitnehmen. Ich bin großer Fan der Kinoreihe, auf die eben halt diese Serie basiert. Die gab es einen richtig schönen Pappschuber, und zwar Transporter die Serie. Hier so mit so einem Silberbox-Cover, eben halt Staffel 1. Auch hier richtig schick. Gibt es, glaube ich, auch nur auf DVD. Hier ist dann die Box normal drin. Ja, also die hatten wir uns eben halt, haben wir da gefunden. Da, wo ich auch den Nobody-Film gefunden habe. Ja, und dann guckte ich rein, oder mein Bruder guckte rein, und eine Disc von 3 fehlten. Ja, das ist ärgerlich. Das haben wir noch nie gesehen und wollten wir haben. Und dann haben wir gedacht, komm, naja, gut, müssen wir liegen lassen, nehme ich nur den einen Film. Habe ich den schon bezahlt mit 2 €. Ja. Und dann sah ich noch, dass sie auf Blu-ray in der Box die 3 Kinofilme hatte. Und die Box selbst habe ich, deswegen war die ja nicht interessant. Und nicht nur so, vielleicht ist der Film schon hier ja falsch reingetan worden, in eine andere Hülle. Ich gucke also alle 3 Filme nach, von Transporter 1, Transporter The Mission und Transporter 3, also die Statham-Filme. Und siehe da, in Transporter The Mission war Teil 3 und in Transporter 3 Hülle war ja die 3. Disc von dieser Serie. Ja, da hatte man einfach, das war so ein spontaner Gedanke, Transporter, dass die Leute das vielleicht verwechselt haben, und das war so. Disc hat ganz leichte Gebrauchsspuren, aber ja, jetzt habe ich sie komplett und ja, sieht man nicht alle Tage. Also, was lernt man daraus? Wenn eine Disc fehlt und was artverwandt ist, ist, gerne mal in andere Höhlen schauen. Mache ich bei Computerspielen auch, aber das war jetzt wirklich mal so ein spontaner Gedanke und der hat geklappt. Ja, was soll ich anderes sagen? Das waren aber alles, was wir an DVDs mitgenommen haben. DVDs ist ja nicht so viel, sie sind ja auch Blu-ray abzugraden. Klar, kann das auf 4K, aber meistens reicht uns Blu-ray. Und da findet man eigentlich günstig auch eine ganze Menge. Hier hat mein Bruder jetzt gar nicht so viel bezahlt, noch mit ein paar anderen Filmen zusammen. Hier haben wir eine ganze Serie, die hat er abgegradet. Ich weiß nicht, ob es sogar komplett ist inzwischen. Wir haben sie nur auf DVD gehabt. Die wird natürlich jetzt rausgeschmissen, die DVD-Version. Mein Bruder mochte die Serie, und zwar True Blood. Hier haben wir Staffel 1. True Blood Staffel 2, auch im Pappschuber. Und da drin ist so ein ganz normales Plastikcase, wo die ganzen Filme drauf sind, auch in sehr gutem Zustand.
Die dritte Staffel hat, glaube ich, 4 Euro pro Staffel bezahlt, ganz grob gesagt. Die vierte Staffel, dann gab es keinen Pappschuber mehr, glaube ich jedenfalls. Die fünfte Staffel. Und wenn 5 Staffeln da sind, darf die 6. Staffel nicht fehlen. Ja, hat einer komplett verkauft. Und das Witzige war, das war auch noch ein Arbeitskollege, ein ehemaliger von meinem Bruder. Das heißt, er hat sogar vielleicht sogar einen kleinen Bonus gekriegt. Genau. Und dann haben wir noch eine andere Serienbox entdeckt auf Blu-ray. Zwischen den ganzen Filmen bei dem einen, die findet man auch sehr selten. Wir haben nur, glaube ich, mal die 8. Staffel gefunden von dieser Serie. Die hat 10 Staffeln gesamt. Ich glaube, nur 8., 9. und 10. gibt es auf Blu-ray. Und zwar handelt es sich um Smallville. Ja, findet man auch nicht alle Tage. Gab es, glaube ich, für 2 oder 3 Euro auch. Ja, günstig geworden das Ganze. So, weiter geht es. Nicht, dass sie mir runterrutschen. Sind ein bisschen glatt immer die Oberflächen. So, jetzt versuche ich die ersten Filme, die ich jetzt genommen habe. Und zwar habe ich noch einen Stapel Filme. Da gab es noch ein paar Filme. Ich gucke gerade, wie kann man das sagen? Was haben wir bezahlt? Ja, so meistens, ich glaube, die waren jetzt erstmal 2 Euro. Und zwar einmal 12 Monkeys auf Blu-ray, den hatten wir noch nicht. Da hat mein Bruder, glaube ich, auch 3 Euro oder 4 Euro bezahlt. Also ich glaube, dem Dreh. Das ist eine Serie, und zwar die Serie Dollhouse, die UK-Serie. Ich glaube, auf Deutsch gibt es die nicht auf Blu-ray. Und ist die UK, dadurch ist es PAL und auch anguckbar. So, hierfür habe ich 2 Euro bezahlt. Einfach mal ein B-Film. Steven Seagal, Ving Rhames und Danny Trejo, Force of Execution. Keine Ahnung, wie der Film ist. War mal so eine Sache, einfach mal mitzunehmen. Dann einen Film, den hat mein Bruder mitgenommen. Ich kann dazu nichts sagen. Unter anderem mit Samuel Jackson in der Hauptrolle. Und zwar Kite. Oder Keat. Actionfilm. Sagt mir gar nichts. So, ein Film, da wo haben wir, glaube ich, ja, ich habe 3 oder 4 Euro bezahlt. Sieht man aber nicht alle Tage. Young Guns 1. Mit Emilio Estevez, Charlie Sheen, Kiefer Sutherland, Lou Diamond Phillips. Dermot Mulroney, und ja, das ist ja so der 90er Western gewesen mit den Jungdarstellern damals aus Hollywood. Ja, kam richtig gut an. Gibt es auch noch einen zweiten Teil, Young Guns 2, aber den zu finden ist auch gar nicht so einfach gewesen. So, dann haben wir bei einem Händler geschaut, den wir auch so kannten, der sich auch mal Mühe gibt. Also ich sehe hier auch alle schöne Folie eingepackt, jeder einzelne Film. Da haben wir auch schon mal einen riesen Lot gekauft. Irgendwo in einem anderen Video von meinem Flohmarkt von, könnt ihr das sehen. War, glaube ich, sogar auf meinem heimischen Flohmarkt, und da haben wir unter anderem die Bruce Lees und damals auch eine ganze Menge Mediabooks mitgenommen. Naja, und mein Bruder hat dann gesucht und ein paar Klassiker haben wir mitgenommen. Waren, ja, was muss man so sagen, wir haben 16 Euro bezahlt, das heißt 4 Euro das Stück. Ja, 2 waren etwas teurer, und zwar einmal die Universal Soldier Van Damme Lundgren Trilogie mit allen Universal Soldier Filmen. Ersten Teil, den zweiten Regeneration und den dritten Day of Reckoning. Dann Van Damme ohne Ausweg. Ja, ein bisschen noch Van Damme Trip. Kann man so sagen. Und dann hat er, mein Bruder mitgenommen, noch, den Film kenne ich jetzt gar nicht. Mel Gibson, Naomi Watts, Michelle Yeoh und Frank Grillo, Boss Level. Auch so ein Actionfilm. Dazu kann ich nicht sagen, den habe ich nicht gesehen. Aber ein Klassiker wollte ich dann, habe ich mal gut überredet. Einzeln sollte er 3 Euro kosten. Im Bundle jetzt haben wir jetzt 4 Euro bezahlt. Kindergartenkopf. Also durchs Bundle ist er nur teurer geworden. Aber 2 Filme davon sollten 8 kosten. Und er hat uns sozusagen 2 Filme für je 8 für 16 verkauft, und damit haben wir die anderen beiden umsonst gekriegt. Das war eigentlich dann im Gesamtverhältnis schon dann ein Schnäppchen, weil von 21 auf 16 runter, da kann man nicht viel sagen. So, dann habe ich bei dem Stand mit den Serien auch noch 3 Steelbook-Filme mitgenommen, einfach nur, weil mir die Steelbooks gefallen haben. Beziehungsweise davor zeige ich euch einen anderen Film, da habe ich nur 1 Euro bezahlt. Ist auch ein Steelbook, habe ich auch schon, aber es ist so cool gewesen und für 1 Euro konnte ich da nicht widerstehen. Und zwar ist das Tron Legacy. Ich finde das Cover einfach mega. Hier fehlt leider der normale Film. Gut, den kann ich irgendwann nochmal nachkaufen. Die Digital Copy ist dafür noch drin. Braucht man gar nicht. Der 3D ist aber drin. Fehlt nur der reguläre.
Ja, und eigentlich fehlt nur so ein Pappschuber drumherum. Ich merke gerade, irgendwie ist hier noch was auf der Oberfläche. Das muss ich noch mal reinigen. Ja, den Film gab es eben halt für 1 Euro. Und dann, ich glaube, dadurch, dass mein Bruder die bei der Serie gebannt hat, gab es sie für je 2 Euro. Das waren jetzt 3 Filme, die ich gesagt habe, die will ich wegen dem Steelbook einfach mitnehmen. Von dem habe ich eigentlich vor kurzem schon das DVD-Steelbook mitgenommen. Das ist einen Tick besser sogar, denn es geht um Terminator, die Erlösung. Das gleiche Cover ist auch auf dem DVD-Steelbook, aber die DVD-Steelbook hat keine Textrückseite, sondern eine Artwork. Und das ist der einzige Unterschied. Ansonsten einfach gemacht, da ist nichts Besonderes drin. Eben nur der Film. Ja, dann gab es das für meine Resident Evil-Sammlung. Ist das einfach nicht schlecht. Resident Evil Retribution mit Mila Jovovich. 2 verschiedene Motive mit ihr, hier in diesem Silbermotiv. Ansonsten ist hier alles drin. Der Werbeflyer ist noch da drin und auch hier ist wir sind innen bedruckt. Da könnt ihr auch Miller noch mal sehen. Ja. Wollte ich einfach für meine Riesi-Sammlung haben. Und ein Steelbook von einem wirklich unterhaltsamen Film, aber das Steelbook ist einfach mega. Das muss man ehrlich sagen. Und zwar Hansel und Gretel Witch Hunters. Auch richtig cool. Das ist ein tolles. Ist hier drin, ist nicht wirklich viel zu sehen, aber ich fand das Steelbook mega. Klar, hier war noch eine Altersfreigabe, habe ich abgemacht. Ja. Wow, das waren die Filme. Was sagt ihr bisher so zum Zwischenstand von den Filmen? Nicht schlecht. Was hättet ihr davon mitgenommen? Seid ihr auch so, dass ihr sagt, oh komm, coole Steelbooks für einen günstigen Kurs könnt ihr auch mitnehmen? Ich finde, vielleicht werden die Filme auch noch abgegradet, dass sie halt die Blu-rays dafür rausgeschmissen und die dann einsortiert. Ich weiß es noch gar nicht. Ich habe die teilweise jetzt erstmal doppelt in der Sammlung. Ja, man kann nicht genug haben. Okay, dann geht es weiter und beziehungsweise ich schließe jetzt gleich diese ganzen Sachen mit Computerspielen, denn wir haben eine Menge Computerspiele gefunden. Nicht so viel für die Konsolen. Aber ein paar schöne Sachen einfach dabei. Und das, was ich jetzt zeige, ist das teuerste in der Runde. Mein Bruder hat da 15 Euro für bezahlt. Das ist immer noch neu zu kriegen für, es kostet 25 Euro maximal. Mein Bruder hat dann gesagt, ja, okay, komm, ich nehme es mit. Er wollte es haben. Die Händlerin oder die Verkäuferin, besser gesagt, es war privat, wollte nicht runtergehen. Und zwar geht es um Pikmin für den Nintendo 3DS. Das war ein teurer Spaß. Kann man leider nicht anders sagen. Und dann ja, gab es PC-Spiele. Hier habe ich nur eine Disc entdeckt. Für 1 Euro hat mein Bruder sie dann mitgenommen. Das ist eigentlich eine Big Box, aber nein, die Spiele-CD müsste zwar vielleicht mal übergeschliffen werden, aber es ist Duke Nukem 3D. Das ist rein, das ist eine ganz normale Standardhülle. Ich mache es mal auf, kann man besser sehen. Der Duke, rein die PC-Disc. Ja. So ein Kram nimmt man dann auch mit. Findet sich ja nicht alle Tage sowas. Ja. Und dann gab es ein paar, ich sag ganz ehrlich, PC-Spiele. Und zwar, die ganzen PC-Spiele gab es. Ich hab's jetzt in der Hand. Und zwar, das war das teuerste PC-Spiel, glaube ich, für 3 Euro. Und der Rest hat die 1 Euro gekostet. Einmal hier ein Klassiker für Windows. Mein Bruder mitgenommen, hat er ja so noch nicht. Lemmings. Die gesamten Lemmings-Spiele für den PC. Ja, und Lemminge ist ein cooles Spiel von Psygnosis, Amiga-Zeiten. Unvergesslicher Klassiker. Ja, dann gab es, wie gesagt, für 1 Euro Spiele, die teilweise auch bei Steam und so nur erhältlich sind. Das heißt, die Boxen sind mir fürs Regal. Wie hier zum Beispiel, ich als Timo Struppi-Fan wollte ganz gerne Timo Struppi, das ganze Einhorn, auch in dieser Version haben. Ich habe es auch auf anderen Konsolen. Hier ist es jetzt schon gespielt worden. Ich habe es für 1 Euro. Die Verkäuferin wollte erst 3 haben, bis ich ihr gesagt habe, das ist nicht mehr spielbar. Steht auch hinten drauf, das konnte man beweisen. Sie hat es kurz nachgelesen, mir dann geglaubt und dann für 1 Euro abgegeben. Weil ein Spiel, was man nicht mehr spielen kann, sondern nur rein fürs Regal ist, da lohnt sich nicht mehr als 1 Euro auszugeben. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, so, was gab es dann? Dann hatte ein Händler eine Menge PC-Spiele und er wollte für alles 1 Euro. Und ich kann euch sagen, die Spiele sind im neuwertigen Zustand. Absolut, alle. Und da hat mein Bruder dann ein paar Dinge mitgenommen, oder ich habe ein paar ausgesucht.
Und ach, wir haben sie einfach mitgenommen. Hier zum Beispiel Iron Storm. Ist ein Shooter. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kenne die nicht. 1964, also Nachkriegszeit. Ne? Ja. Dann weiter. Auch ein Shooter. Auch so ein Kriegsshooter. Mortyr 2. Da will ich gar nicht so viel zeigen. Ich habe 18. Ja, so, dann kommen die coolen Sachen eigentlich. Hier Diablo 2 mit Add-on. In einem sehr guten Zustand. Wie gesagt, 1 Euro, da kann man nicht viel gegen sagen. Dann auch hier ein Spiel, was man in, ja, alle Zusatzteile hatte. Counter-Strike ist dabei, Half-Life Generation, die ganze Box mit 1-4 Half-Life-Spielen. Das Half-Life normal, die Zusatz-CD, die offizielle, dann Counter-Strike und Blue Shift. Also alles auf einer Edition für 1 Euro, sagt man nicht nein. Sind viele Sierra-Spiele, fällt mir gerade ein. Immer von Sierra rausgebracht worden. Hier zum Beispiel, es stirbt langsam Nakatomi Plaza. Ja, mit der Stimme von Manfred Lehmann, in dem Shooter, so stirbt langsam. Ja, für 1 Euro habe ich es mitgenommen. Genauso wie The Chronicles of Riddick, Escape from Butcher Bay, Developers Cut. Auf PC für 1 Euro. Ja. Für die Sammlung, genauso für die Sammlung, musste ich mitnehmen. Resident Evil 4. Ich, PC in der Version in einem Traumzustand. Ist halt PC zwar, aber das ist Resident Evil. Das lasse ich dann auch nicht für 1 Euro liegen. Und ja, richtig coole Sachen. Ja, weiter geht es dann mit Konsolenspielen. Jetzt kommen wir auch zu den letzten Sachen. Für 1 Euro, Hülle ist leider kaputt, ansonsten ist CD und Handbuch dabei. Ist ein Spiel, was nicht einzeln spielbar ist, denn man braucht das Hauptspiel noch, das fehlt noch, deswegen konnte ich das auch für 1 Euro kriegen. Add-on Content Pack Borderlands 2 für die Xbox 360. Ne, hier hinten steht drauf 10 Euro, Borderlands 2 Add-on, Hauptspiel erforderlich. Ich habe den Aufkleber drauf gelassen, ansonsten alle Sticker weggenommen. Ja, für 1 Euro nehme ich das gerne mit. Dann, ja, PlayStation 2 ist ein Geschicklichkeitsspiel, gibt es auch auf dem Handy. Von Taito und zwar Super Buster Move 2. Und da Bubble Bobble, die sieht man da unten als Figur, irgendwie dabei ist und einen sehr guten Zustand für 2 Euro, haben wir die mitgenommen. Haben wir noch nicht in der Sammlung gehabt und Taito, in dem Sinne lohnt sich's. So, hier hat mein Bruder, glaube ich, 7 Euro bezahlt zusammen. Die gehen an einen Kumpel von ihm, die ihm fehlen, aber ich zeige euch die trotzdem. Motorstorm und Motorstorm Pacific Rift. Einmal hier. Und einmal hier. Ja. Das waren so die Dinge. Und ich habe jetzt hier noch 2 Spiele, die wirklich Highlights sind. Die habe ich entdeckt. Ich habe hier für 3,50 Euro bezahlt. Ich habe mit irgendwas zusammen gebundelt. Und ich habe vergessen, mit was ich gebundelt habe. Mit irgendeinem Film, DVD, irgendwelchen Spielen. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie habe ich vergessen, mit was ich das gebundelt habe, aber ich habe 3,50 Euro bezahlt. Auch ein Spiel, was wesentlich teurer gehandelt wird, nämlich das Zehnfache mindestens. Und zwar für PlayStation 3 Hitman HD Trilogie. PEGI-Ausgabe und deutscher Text, das heißt Österreich. Uncut. Alles dabei. Handbuch, klar, das Download-Add-on mit diesem Scharfschützen, das wird nicht mehr dabei sein, aber halt. Hitman, österreichische Fassung. Wahnsinn. Ja, und das letzte, das ist so Glück und Trauer gleichzeitig. Das letzte Spiel ist für die PlayStation 2, was ich gefunden habe. Eins meiner Highlights, denn ich bin ja dabei, Promos zu sammeln. Oder ich sammle sehr gerne Promos, sagen wir so. Und Merchandise, ihr seht ja, wenn ihr diesen Kitsch seht, teilweise hier sowas mit, also ich sammle diesen kitschigen Kram. Und ich bin zurzeit sehr auf dem Promotrip, deswegen ich verlinke euch da unten auch meine neue Instagram-Seite, wo ich all meine Promosammlung zeige, und zwar Games Promo Archives. Ja, und schaut mal da rein und oder lasst auch ein Like gerne da. Und ein Spiel für diese Sammlung habe ich dort gefunden, und das war bei einem Händler, der nicht pfleglich umgeht, denn der Regen hat schon diese, ja, Spiele teilweise beschädigt. Also ich guckte, habe den nur kurz überflogen, kurz ungewöhnlich, und habe dann dazwischen den PlayStation 1 Spielen ein Slim Case gefunden. Das habe ich dann rausgezogen und habe dann ein Spiel, was ich sogar suche, was
wesentlich teurer gehandelt wird. Ich habe 4 Euro bezahlt, nachdem ich aber gemerkt habe, dass das Cover, das habe ich dann später erst gemerkt, ich habe nur geguckt, die CD ist in Ordnung. Das Cover ist leider, hat einen Wasserschaden, ist auch verklebt dadurch. Es sieht heil aus, ist ein bisschen wellig, aber sonst in Ordnung. Erstmal zum Normal aufbewahren. Aber ich habe wieder 4 Euro, ich hätte mit dem Wasserschaden 3 Euro sicherlich kriegen können. Ja, und es handelt sich um Devil May Cry 3. Die Promo habe ich noch gesucht in meiner Devil May Cry Promo-Sammlung. Auf den ersten Blick ganz, man konnte das aufklappen. Da ist, glaube ich, ein Artwork drin. Ich weiß nicht genau, ich kann es nicht mehr aufkleben, weil es verklebt ist. Die Disc ist eigentlich in sehr gutem Zustand. Das war sonst eine neuwertige Promo. Aber die Händler in letzter Zeit, diese, ja, Bazaar-PC-Händler, viele gehen nicht mehr pfleglich mit ihren Sachen um. Die sehen aus wie Sau. Und ich habe das Gefühl, die Zeit ist dort echt gekommen, dass die Dinger, ja, den Bach runtergehen. Und sagen wir mal so, viele Preise sind auch aus dem Bauch heraus. Ich habe bei einem anderen Händler 2 Spiele im Auge gehabt, die im sehr guten Zustand waren, aber da waren die Preise einfach überteuert. Also ich wollte Pitfall für die PlayStation 2 haben und Inspector Gadget für die PlayStation 1, beide Spiele, die mich reizen. Aber, ja, was soll ich dazu sagen? Das waren so auf dem Bauch. Ja, 20 Euro, 15 Euro. So, wo man das Gefühl hatte, die haben einfach nur in die Welt, in die Luft gegriffen. Und ja, das wollte ich dann nicht. Ja, wie gesagt, die gab es für 4 Euro. Da bin ich sehr glücklich drüber, auch wenn sie einen Wasserschaden hat. Aber für 4 Euro eine Promo zu finden für meine Sammlung, ja, das tut man nicht alle Tage. Ja, und das war's. Das war die Flohmarktausbeute vom Sonntag, ja, vom heutigen Sonntag. Wahnsinn. Ja, wie lange waren wir da? Von 7 Uhr bis 11 Uhr waren wir auf dem Flohmarkt. Das sind gut 4 Stunden. Ja, da haben wir einiges gefunden. Das für diesen riesen Flohmarkt. Ne, für den anderen kleinen, wo der war auf dem Rückweg eh auf der Strecke. Da haben wir, ja, dadurch, dass es nur ganz wenig war, maximal eine Viertelstunde, 20 Minuten verbracht. Also in dem Sinne waren wir gegen Mittag schon wieder zu Hause. Ja, aber das soll es jetzt gewesen sein. Komm, ihr seid jetzt dran. Ne? Teilen, liken, abonnieren und ja, kommentieren. Ich möchte gerne von euch wissen, was ist da euer Highlight? Wie findet ihr diese einzelnen Sachen? Habe ich ein Schnäppchen gemacht? Habe ich einen Flop gelandet? Was auch immer. Habt ihr die Bücher gelesen? Den Soundtrack auf LP würde ich auch mitnehmen? Ich weiß es ja nicht. Das müsst ihr mir sagen. Und genau das sollt ihr auch tun. Ne? Und wir sehen uns jetzt gleich. Nee, nicht gleich. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Ne? Es sei denn, ihr schaltet gleich mal in ein anderes Video. Zum Beispiel mein letztes, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wird ja auch vorgeschlagen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal.